Was geht dir vor? Colonel, was fällt Ihnen ein, die Waffe auf meinen Gast zu richten? Ich habe seinen Schrei wiedererkannt, als er den Tiger getötet hat. Den gleichen Schrei hat er ausgestoßen, als er mein Schiff geentert hat. Ihr Gast, der angebliche Prinz von Chaya, ist ein berüchtigter Pirat und Mörder. Er hat sich bei Ihnen eingeschlichen. Es ist Sandokan, der Tiger von Malaysia. Ich habe es dir gesagt, mein Reich ist Momrachem. Ich wurde Pirat, um mir das zurückzuholen, was mir die Engländer gestohlen haben. Schluss jetzt! Ergreift ihn! Ich habe ihn auf dem Baum da gesehen. Kommt, wir müssen versuchen, ihn zu stellen. Das ist kein Mensch, das ist ein wildes Tier. Ja, wir knallen ihn ab, sobald wir ihn zu Gesicht kriegen. Aber meine Herren, meine Herren! Überlassen Sie die Verfolgung lieber Soldaten. Das ist kein Zeitvertreib für Amateure. Kommt, Freunde, wir werden es dem Tiger von Malaysia schon zeigen. Vorwärts! Ich finde diese Menschenjagd beschämend. Ist das die neue Art, den Eingeborenen Zivilisation beizubringen? Ich habe für solche Lektionen nichts übrig. Ich ziehe mich zurück. Tun Sie lieber etwas, Doktor. Werde ich auch. Einen Tropfen trinken. Danke, Tremanag. Hier, nimm das. Es kann dir vielleicht nützen. Du hast ein paar Minuten Vorsprung, aber du bist noch nicht in Sicherheit. Sie werden dich wie ein wildes Tier hetzen. Ich gebe ihn dir zurück. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen. Irgendwann. Dann kommst du mit mir nach Momrachem und kämpfst an meiner Seite. Ich bin dein Freund, aber ich kann nicht gegen Menschen kämpfen. Dazu liebe ich sie nicht genug. Der Dschungel ist meine Welt. Dorthin dringt der Hass der Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob der Dschungel groß genug ist, um dir für immer Schutz zu gewähren. Jeder wählt im Leben seinen Weg und du musst deinen bis zum Ende gehen. Aber ich werde immer dein Freund bleiben. Auch du gehst deinen Weg, Tremalnaik. Aber du wirst sehen, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ein Schilling für dich, wenn wir ihn zuerst entdecken. Aber der erste Schuss gehört unbedingt mir. Ha, von mir aus, Sie schießen ja doch daneben.
Tiger hat zugeschlagen. Er hat ihre Waffen mitgenommen. Vorwärts! Tiger, nicht! Glaub mir, ich bin dein Freund. Ich hab mich nur verstellt. Ich bin nicht taubstumm. Darf ich bei dir bleiben? Habt ihr jemanden vorbeikommen sehen? Nur die Männer von der Ostindischen Kompanie, die uns kontrolliert haben. Wie jeden Tag. Wie lange seid ihr schon hier? Seit morgen, Gorm. Wie jeden Tag. Los, kommt weiter. Ihr habt euer Leben riskiert, um mich zu retten. Das vergesse ich euch nie. Ich hab dir ja gleich gesagt, auf die kannst du dich verlassen. Psst, nimm dich zusammen, schrei nicht so. Glaubst du etwas, sonst hätte ich dich hergebracht? Deshalb brauchst du dich gleich zu flüstern. Halt lieber den Mund. Na ja, wenn einer 4 Monate lang den Taubstummen gespielt hat, dann muss er sich erst wieder ans Sprechen gewöhnen. Wir sind glücklich und stolz darauf, dass wir Gelegenheit haben, dem Tiger von Malaysia zu helfen. Den Engländern habt ihr geholfen. Sandokan hätte sie alle umgebracht. Wir müssen weiter. Leb wohl, Tunka. Ich komm bald wieder. Wenn nicht, kratze ich dir die Augen aus. Eine meiner Bräute. So, wir sind da. Ist der Fluss nicht schön?